Hallo Freunde und willkommen hier jetzt wieder zurück bei Far Cry, nachdem es gerade nicht aufgenommen hatte. Ja, ich wollte es nicht auf mir sitzen lassen, dass dieses Ding hier von den Highwaymen eingenommen wurde. Und deswegen habe ich es einfach nochmal probiert am Anfang der Folge, die dann nicht aufgenommen hat. Naja, also jedenfalls ist dieses Lager jetzt befreit und ihr habt es leider nicht gesehen. Ich muss dazu sagen, es klappt sehr gut, wenn man weiß, wo alle Alarmanlagen sind, damit man alle ausschalten kann. Ja, ein Fauxpas ist mir dabei leider passiert, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Timber hat es leider das Leben gekostet, aber wir werden ihn einfach wiederbeleben. Und dann kommt er auch schon wieder zu uns. Ja. Und dann begeben wir uns auf dem Weg zu den nächsten Komponenten. Oh, was ist denn hier los? Tracys Reisen. Ich dachte, dass es hier noch etwas Nahrung gibt. Und es gab wirklich ein bisschen. Offenbar wurden auch die Ratten dezimiert, also hatte ich eine echte Chance auf was zu essen. Ich habe auch ein paar andere gefunden, die auf der Suche nach Nahrung waren. Kleine Kinder. Ich wollte mir mein Essen nehmen und abhauen, aber dann dachte ich an... So dumm. An Virgil. Ganz ohne Grund, und ich beschloss, dort zu bleiben und mein Essen zu teilen. Sie sind nicht geblieben, haben mir nicht vertraut. Und verdammt nochmal, das verstehe ich. Ich denke gern, dass sie noch irgendwo da draußen sind und leben, dank meiner Hilfe. Was ist das? Tausend Worte. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, was das da mal für eine Kirche war. Aber ob das wichtig ist, ist jetzt die zweite Geschichte. Oh. Oh. Na, Timber? Ein mutierter Bison und ein normaler Bison? Komm, der normale muss jetzt sterben. Ciao. Bison Nummer 2. Fehlt jetzt noch ein Bison. Dann haben wir den Vorteil auch. Der mutierte ist jetzt eine Angelegenheit für sich. Den muss man ja nur hier in die Seite schießen. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Die Frage ist jetzt, ob das so sinnvoll ist, wenn wir das jetzt machen. Der rennt sowieso weg. Nein, dann gehen wir einfach. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen, dass mich das zwar ärgert mit dem Außenposten, dass es aber eigentlich auch gar kein so großes Problem darstellt. Da man ja glücklicherweise die Dinge so oft plündern kann, wie man gerade Bock drauf hat. So. Oh. Das ist ein Ethanollaster. Okay. Ethanollaster, du bleibst da bitte stehen, während ich hier nach den Komponenten gucke. Und dann werden wir dich gleich wegbringen. Nummer 1. Das erste Mal, dass wir einen Ethanollaster haben. Ich freue mich. Ein Erker? Die haben hier Erker. Ich wusste gar nicht, dass die sich sowas hier überhaupt leisten können, beziehungsweise, dass sie sowas überhaupt wollen, jetzt nach dem Kollaps. Na komm, gib mir die Komponenten. Und jetzt die Frage, wo sind die letzten? Komponente. Na, Timba hat die Komponenten gefunden. Ja, bist du ein braver Junge. Ja, bist du da. Ja, natürlich bist du das. Bist du ein Putzelchen. Ich liebe diesen Hund. Der ist toll. So. Dann auf geht's. Jo. Fahre den Tankwagen... Ach, halt's Maul. Fahre den Tankwagen zu einem befreiten Außenposten oder nach Prosperity. Ja, ich glaube, wir entschließen uns mal für die Raffinerie. Die ist ja jetzt glücklicherweise befreit. Es fuchst mich. Es fuchst mich, dass ihr das nicht gesehen habt. Das war echt kein schlechtes Gameplay. Hat nur ein bisschen lang gedauert. Waren da trotzdem noch irgendwie zwei von diesen Elite-Typen und das ist, ja, war gar nicht so einfach. 75, okay. Ja, das ist schon einiges. Und was ich auch gesehen habe, oh, einerseits können wir hier mal reinschauen, was wir noch so machen können. Ja, die meisten Takedowns hätte ich gern. Das taktische Fernglas brauchen wir eigentlich nicht. Ich nehme einfach mal den Mehrfaustschaden. So, wenn mal irgendjemand auf dem Boden liegt, dass wir den ordentlich zerlatschen können.
Was ich auch gesehen habe, hier bei der Basis. Wir können nämlich von egal wo, wenn wir die Sachen haben, einfach die Basis verbessern. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Und jetzt werde ich auch einfach mal hier ein bisschen was in unsere Gesundheit legen. Dann ein bisschen was ins Trainingslager. Dann glaube ich noch ein bisschen was in Schnellreisen. Und dann war es das. Na, Hundi? Kleiner Wuffel? Ja, jetzt hast du 3 Leisten. Guter Wuffel. Jo, ein Putzelchen. Okay, das hätten wir. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum Knochensägenpfad. Um da die Federn auch noch zu holen. Und dieses MG hier. Dieses LMG, das hat mir echt den Arsch gerettet. Was ich herausgefunden habe, ist nämlich, dass man den Elite-Typen tatsächlich den Helm abballern kann. Wusste ich nicht. Sehr praktisch. Und was ich gerne hätte, ist panzerbrechende Munition. Weil dann könnten wir die einfach in unsere Sniper reinladen. Einfach in unsere Sniper reinladen. Und dann hätten wir ein Problem weniger. So wie der Typ, der hat jetzt auch kein Problem mehr. Oder... Mr. Schlangi? Ich treffe den. Was ist mit Mr. Schlangi? Ich treffe den nicht. Okay, dann geh halt einfach, Mr. Schlangi. So. Wir brauchen Federn. Feder, 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 ho. Nein, keine Feder? Nein, keine Feder. Okay. LMG-Munition, die nehme ich immer gerne. Vor allem, da ich jetzt so oft damit rumschieße. Ich höre ein Schwein. Eine Feder. Verblasste Tagebuchseite. Kacke, ich glaube nicht, dass ich hier jemals alles aufgeräumt kriege. Ich hatte noch Hoffnung, dass ich es mir gemütlich machen könnte oder so, aber es war schon schwer genug, die Vorräte auszubuddeln. Da ist immer noch Zeug drin, wo ich nicht rankomme. Mein scheiß Rücken. Schweini! Schweini? Ich wollte gerade sagen, da ist doch noch wer. Okay, wo sind die anderen Federn? Da ist noch eine. 2 fehlen. 2 können doch wohl nicht so schwierig zu finden sein. Vielleicht im Obergeschoss. Wenn man da irgendwie reinkommt. Sieht nicht gut aus, wenn man mich fragt. Sieht nicht gut aus. Mit dem Obergeschoss. Oder vielleicht ja doch. Hallo? Obergeschoss? Nein. Da ist schon wieder ein mutierter Bison. Timber, was ist los? Hm? Hast du Federn gefunden? Wo sind die Dinger? Wo sind die Dinger? Der hat dir gesagt, das ist irgendwie verschüttet. Da hinten ist noch eine. Ort entdeckt, mutierter Bison. Ja, und da ist noch die nächste. Okay, sehr gut, dann hätten wir das. Der Knochensägerpfad. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt zu Roberts Ruhestätte, dann gehen wir hier zu den Zielübungen bei Nadines Schrottplatz, gehen wir hier hin und dann zu Grace. Das klingt für mich nach einem guten Plan. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Wuffel ist auch immer mit dabei. Der freut sich darüber genauso. Dass wir so ganz langsam alles wegkriegen, was wir so tun wollen. Hundi ist immer an unserer Seite. Hundi müsste mal ein paar mehr Kills kriegen. Was habe ich hier eigentlich so für Waffen dabei? Auf der 2 ist die Sniper und auf der 4 ist... Was habe ich denn hier? Was bist du denn? Na, einer... Ich frage einfach nicht, warum ich das Ding auf meiner Shortwall habe. Ich habe das Gefühl, ich sollte das irgendwie mal austauschen bei Zeiten. Hier so, Wurfgeschosse.
Ja, gut. Auch nicht so sinnvolle Sachen, aber hey. Oh, hallo. Attacke! Lass meinen Hund in Ruhe. Los, Timber. Auf ihn. Ja, feines Hundi. 2 Kills für Hundi. Und ein Radio-Kill für mich. Oh, gut machen. So, wo habt ihr das Klebeband? Hm? Klebeband? Klebeband? Wuff. Puma. Klebeband. Noch eins. Piep, 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 piep. Piep. Mein Klebebandscanner. Piep. Pumas sind schon hübsche Tiere. So, Puma-Saison. Bam, bam. 2 Vorteilspunkte. So, als nächstes... Ach komm, wir machen mal die größere Runde. Wir gehen erstmal zu Oma, zu Sniper-Oma. Holen wir uns einen neuen Charakter heute noch in dieser Folge. Damit wir nicht nur rumrennen und ich lamentiere, wie schade es ist, dass ihr bei der Befreiung der Festung da nicht dabei sein konntet. Weil es nicht aufgenommen hat. Weil ich so klug war und OBS geschlossen habe. Naja. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Was haben wir denn hier? Na, was wohnt hier so? Pumas, das hätte... Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Hey, Oma, schieß mich nicht an. Hühner in einem Fass erschießen. Bitte? Ich suche schon lange genau nach so einem Babyface mit einem Hauch von Talent. Babyface? Ich habe einen Bart, Alte. Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Genau das habe ich gedacht. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nena nennen. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten 3 Käse hoch die Leviten liest. Okay. Krähenfüße, Adler, Augenadler. Komm hier, gib mir mal das Ding. Schieß auf einen beliebigen Helm, um Runde 1 zu beginnen. So, wo haben wir die Helme? Okay, die blinken. Ich nehme mal den, der am weitesten weg ist. 1, 2, 3, 4, 5. Lade nach. 6. 7, 8, 9, 10. Das war der letzte. Jetzt wird's schwieriger. Schieß auf einen Helm, um die zweite Runde zu starten. Zweite Runde? Okay. 1, 2. Ah, sie bewegen sich. 3, 4. Lade nach. Sechs. Sieben, hab ich gesagt. Lade nach. 8. 9. 10. Und das Häschen. Welches Häschen? Gar nicht übel. Hast du gesagt, trifft das Häschen? Oh ne, ich glaube, ich bin fertig. Hallo. Da steckt vielleicht doch Talent unter dem ganzen Dreck. Er bindet mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich habe etwas für dich, das bisher nur ich geschafft habe. Kletter mal dieses Silo hoch. Aber putz dir die Füße ab. Da hast du einen besseren Überblick von da oben.
Ich lasse ein paar Ballons als Ziele steigen. Du würdest nicht glauben, wen ich alles schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren seit der ganze... Was, hast du noch einen Kuchen Entschuldigung. Im Ofen oder so? Gut ja. geschossen, Herzchen. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu irgendwas taugt. Also nochmal. Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. Okay, wir müssen alle Ballons erwischen. Gut, aber vorher müssen wir auch alle Klebebänder erwischen, die es hier so zu finden gibt. Zwei haben wir schon mal. Was für ein toller Hund. Der ist super, ich weiß. Gut, dass wir den gerettet haben. Darf ich mal? Ich wollte da reingucken. Oh Ma, bitte. Also wirklich. Du willst mich doch nur ärgern. Gib's doch zu. So, wir müssen da rein und da hoch. Also gucke ich mich erstmal hier um. Ob er nicht vielleicht hier draußen irgendwo das Klebeband hat. Bevor wir hochgehen. Klebeband! Hallo! Ich glaube, ich nehme einfach das da hinten. Ist das? Das ist doch Klebeband, oder? Nein, das ist kein Klebeband. Klebeband? Hallo! Klebeband! Das ist auch kein Klebeband, das ist ein Kanister. Ich schieße erstmal auf Ballons. Vielleicht ist das Klebeband ja da oben. Ich weiß es nicht, aber man kann ja mal gucken. Lal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 a. Klebeband! Oh, Mollys. Was haben wir denn hier so? Nanas Tagebuch. Ich hatte einen Mann, vielleicht. Irgendjemand hat hier draußen mit mir gelebt, bevor alles hochging. Vielleicht war vielleicht eine Tochter oder eine Enkelin. Ich brachte ihr das Schießen bei. Oder war das Gracie? Ach, Himmel, Herrgott. Ich schätze, mein Verstand hat diese Tür nicht ohne Grund zugemacht. Gott weiß, was mit mir passiert, wenn ich sie wieder öffne. Vielleicht kann ich so weiterleben, wie ich aus der Erde gekrochen kam und mit 70 in einem Getreideturm hausen. Jedenfalls fürs Erste. Annäherungssprengstoff, das ist gut. Der ist gut. Der ist tatsächlich sehr gut. So, Ballons schießen. Ein Ballon platzen, um den Rest steigen zu lassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Lade nach. Sechs, sieben, acht, neun schon? Da ist der letzte. Ich werde gleich zu. Ach, Herzchen, das war echt gut. Ich weiß. In dir brennt ein Feuer, keine Frage. Und wenn man mit einer offenen Flamme rumläuft, gibt's schnell mal einen Waldbrand. Wie wär's mal mit was Kniffligerem? Schließlich schießen Ballons und Helme nicht zurück, oder? Probier das mal hier. Bitte? Ach, ernsthaft? Muss ich jetzt den Typen umsnipern? Kann ich auch gern. Ah, lass mich jetzt mal nachladen. Das Klebeband! Ich habe das Klebeband gefunden. Flups. Ich hab Flups gesagt. Timber, los! Lade nach. Was ist denn noch wer? Das gibt's doch nicht. Was ist das? Schießt der gegen eine Alpha-Wand? Los, Timber, Angriff. Der Sturm tobt wilder als die Hafergrütze in meinem Arm. Ich sehe gar nichts. Hallo? Ja, steigt das mal aus. Na komm. Ich heal mich erstmal. Timber frisst den Typen. Wow. Oh. Der da. Noch einmal. Timber. Attacke. Oma, das ist Timbers. Bitte respektieren. Oma, das war Timbers. Manno. Armes Wuffel. Sonnenschein.
Alter, faltiger Schwedenarm. Klebeband. Nicht übel, Sonnenschein. Ja, lass mich erstmal Hundi streicheln. Der hat das verdient. Hast du toll gemacht. Level up gehabt, mein Hundi. So, Nenner. Alles gut? Ich hab so ein Bart. Musst mal pieseln, was? Was kann ich denn dafür, dass du weitergehst? Also folgendes. Ich hab so ein warmes Gefühl von Hoffnung für die Zukunft und all sowas. Ich bewundere Menschen, die in brenzligen Situationen improvisieren können. Aber eine Übung ist doch einfach. Ziele, die sich kaum bewegen, sind ein Kinderspiel. Also jetzt bewegliche Ziele. Ernsthaft? Laute, super, blutrünstige, respektlose Halunken. Das sind echte Ziele. Du? Du bist schlau, scharfsinnig und schnell im Schießen. Tolle Kombination für eine junge, nette Person wie dich. Das sieht man nicht alle Tage in diesen komischen, staubigen Zeiten. Hier draußen braucht man immer jemanden, der auf einen aufpasst. Selbst ich, alle Jubeljahre mal. Sieh mich als Teil deiner Familie an. Ich kümmere mich um dich, Herzchen. Okay. Vielleicht sammle ich noch ein bisschen Highwayman-Haut für meinen neuen Kilt. Ja, man weiß nie, ob ich's ernst meine, hä? Okay. Oma ist fertig. Oma ist bei uns. Sehr gut. Krähenfüße, Adleraugen abgeschlossen. Still. Sehr schön. Oh, da kommen ja noch welche. Hallo. Timber! Aua! Timber! Verdammter Wichser da drüben mit seinem beknackten Raketenwerfer hier. Komm doch her! Ja? Attacke! Gut gemacht. Arschloch. Oh, hier. Na, ich wollte die hier, genau. So, Timber. Komm mal hier, hm? Okay, Freunde. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir mal zu Nadines Schrottplatz und dann gehen wir zum Bestrafungspass und dann holen wir uns mal Grace. Gut, also dann danke fürs Zusehen, werte Freunde, und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge Far Cry New Dawn wieder. Tschüss!